meine Lieben, ich habe heute ein Video bei der lieben Julia gesehen. The Juli, Jule, Julia. Auf jeden Fall bei ihr auf dem Kanal. Auf jeden Fall bei ihr auf dem Kanal vorbeigucken. Und jetzt kitzelt es in meinem Auge. Auf jeden Fall hat sie bei dem Tag hast du schon mal mitgemacht. Und ich fand ihn auf Anhieb wirklich sehr, sehr lustig und wollte sowieso mitmachen, aber dann habe ich gesehen, dass sie mich auch getaggt hat. Und dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Hatte dann auch, obwohl ich das Video noch nicht mal fertig geguckt hatte, direkt schon angefangen, dieses Video zu drehen. Aber dann hat mich mein Papa gerufen und musste dann ausmachen, weil ich dann weg musste. Und deswegen wurde ich dann unterbrochen und weil ich zu faul bin, ein Video zu schneiden, setze ich mit jetzt einfach hin und drehe das Ganze nochmal. Ja, warum auch nicht? gut, die erste Frage wäre, hast du schon mal Fotos auf der Toilette von dir gemacht? Ist jetzt mit Toilette gemeint, dass ich im Badezimmer, da wo die Toilette halt nun mal ist, Fotos gemacht habe? Oder wirklich während ich auf der Toilette sitze, mein Geschäft verrichte, ein Foto von mir mache? Also im Badezimmer, klar, habe ich schon mal Fotos gemacht. Da ist auch oft das Licht sehr, sehr gut bei uns. Aber auf der Toilette jetzt, nee. Wer will sich beim fotografieren? nee, vielleicht mal als ganz kleines Kind oder so, aber nee, eigentlich nicht, nee. Zweitens, hast du schon mal eine Katze schnarchen hören? Also ich hatte nie eine Katze oder so, aber ich glaube schon, dass ich mal bei Freunden oder bei Bekannten, Verwandten, wie auch immer, mal eine Katze abschnarchen hören. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Also da würde ich jetzt schon mal sagen, ja, aber ich kann es nicht hundertprozentig versichern. Hast du schon mal das Kind in dir geweckt, in der Öffentlichkeit? Ständig, also Entschuldigung, ich bin sowieso so ein Mensch, mir ist nicht viel peinlich und, oder erst im Nachhinein, aber in dem Moment, weiß ich nicht, ich handle einfach so aus dem Bauchgefühl heraus und von daher, ich bin eigentlich sehr, sehr oft kindisch in der Öffentlichkeit und das macht mir eigentlich auch nichts aus. Ich liebe das einfach so rumzublödeln mit Freunden, vor allem wenn die Freunde dann auch so sind und so einen Spaß dann gerne mitmachen. Also ich bin eigentlich ständig, so ständig. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ja. Ich habe euch ja erzählt in meinem Follow Me Around Video, wie ich im Geräteraum in Sport rumgeturnt habe und mich völlig blamiert habe. Aber egal. Hast du schon mal einen Schneeengel gemacht? Natürlich. Welches Kind hat bitte noch keinen Schneeengel gemacht? Also wirklich, ganz ehrlich. Das ist doch... Ich liebe das. Ich habe immer früher... Schnee, Schnee, Schnee. Ich... Ja, ich habe das voll geliebt. Schneeengel. Oh, ja, geil. Ja, habe ich sehr, sehr oft gemacht. Fünftens, hast du schon mal das Penisspiel gespielt? Ja. Unsere Klasse, 9., 10. Klasse, war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Vor allem die Jungs, also ich weiß nicht, die waren da noch alle ein bisschen zurückgeblieben, aber ist ja auch egal. Aber ich habe da auch schon mal mitgespielt, glaube ich. Für alle, die das nicht kennen, da spielt man vorzugsweise im Unterricht. Und einer sagt dann Penis und der nächste muss es dann lauter sagen und dann immer so weiter. Und ja, eigentlich total hirnrissig, aber ist halt schon ganz lustig, ne? Und ja, das habe ich auch schon mal mitgespielt. Und wir hatten immer so einen lustigen Lehrer, der hat immer so einen trockenen Humor und der macht immer so, ja, bitte, bitte, ja, ja, bitte. So ganz lustig. Auf jeden Fall kam der dann so an. Ich hatte Penis. Richtig, richtig geil. Ja, das war richtig lustig. Ja, sechstens. Hast du schon mal etliche Kilometer Reise auf dich genommen, um einen Fremden zu treffen? Also bei der Frage verstehe ich das irgendwie nicht. Klar bin ich schon mal weitere Strecken gefahren, um Freunde zu besuchen. Aber einen Fremden, also einen Fremden, Definition fremd. Eine Person, die ich nicht kenne. Warum sollte ich... Also ich stelle mir das jetzt vor, ich sage mir jetzt, oh, ich fahre jetzt mal nach Berlin, ich möchte einen Fremden treffen. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, ne?
das ist ja nichts, was man plant, dass man jemand Fremdes trifft. Also deswegen, das verstehe ich nicht so ganz. Also nee, habe ich nicht, aber ich bin halt schon mal also weitere Strecken, was heißt weitere Strecken? Also keine Ahnung, vielleicht 2,5, 3 Stunden gefahren, um Freunde zu treffen, die ich länger nicht gesehen habe. Aber Fremde? Nee. Nee, das verstehe ich nicht. Siebtens, hast du schon mal ein Cosplay gemacht und das ausgetragen? Als ich das erste Mal gedreht habe, also ich weiß echt nicht, was das ist, ganz ehrlich. Ist das schlimm, dass ich das nicht weiß? Ist das peinlich? Gehört das zur allgemeinen Bildung? Sollte man sowas wissen? Weiß man, was das ist? Was ist das überhaupt? Ist das was Versautes? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich habe das dann mal gegoogelt. Achso, ich habe das sogar hier noch offen. Da ist irgendwie von einem japanischen Verkleidungstrend die Rede. Nö, habe ich nicht. Also bin ich jetzt uncool, dass ich nicht weiß, was das ist. Aber selbst wenn, ist mir auch egal. Sollte mich in meinem Leben jetzt nicht an irgendwas hindern, denke ich mal. Achtens, hast du schon mal deine Handynummer im Club, Café, in der Bar irgendwo verteilt? Nö. Ich bin bei sowas eh immer so ein bisschen, nein, ich gebe dir meine Nummer nicht. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Also keine Ahnung, ich gebe die nicht jedem X-Beliebigen meine Handynummer. Also habe ich die bestimmt nicht, oh, hier, nimm meine Handynummer. Ruf mich an. Nee, habe ich nicht gemacht, nein. Nein. Hast du schon mal Tesafilm Maler beim Zweck entfremdet? Ja, also Tesafilm zum Schminken auf jeden Fall. Dann habe ich das früher ganz gerne gemacht, dass ich mir Tesafilm geschnappt habe und es mir einfach um den Finger gewickelt habe und zugeguckt habe, wie mein Finger immer blauer wurde. Das ist auch sehr, 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 sehr sinnvoll und reif und gesund. Eigentlich echt totaler Schwachsinn. Aber ja, habe ich schon gemacht. Und oder mal als Kind Leute gefesselt. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Hast du schon mal etwas dir Peinliches in der Öffentlichkeit preisgegeben? Also erstmal ist es ja so, dass mir generell viele peinliche Dinge passieren und die erzähle ich dann aber auch immer weiter. So, jetzt aber etwas Peinliches, was keiner weiß. Bestimmt, habe ich bestimmt schon mal gemacht. Also allein schon das, was ich träume, ist oft echt peinlich, weil es einfach so dumm ist. Das erzähle ich auch immer weiter. Aber jetzt sowas mächtig. Mega, 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 mega peinlich. Das fällt mir jetzt gerade nicht so ein, aber bestimmt. Ich bin bei sowas eh nicht so, dass ich das alles für mich behalte. Ich lache viel zu gerne mit anderen Leuten darüber. Ja. Elfens, hast du schon mal einen Gutschein aus purer Faulheit verfallen lassen? So einen richtigen Gutschein? Nicht. Nee. Also unter richtigen Gutschein verstehe ich jetzt sowas wie H&M-Gutschein, was man zum Geburtstag oder so geschenkt bekommt. Also sowas habe ich noch nicht verfallen lassen. Aber sowas wie auf diesem Kassenbon, diese komischen Bons immer, hier, die lasse ich immer verfallen. Die lasse ich immer verfallen, ja. Weiß nicht, da bin ich irgendwie zu unachtsam, keine Ahnung. Hast du schon mal aus Wut vor einen Automaten getreten? Ich weiß nicht, ich glaube eigentlich ehrlich gesagt eher nicht. Ich bin bei sowas immer so, mich könnte jemand sehen und sie könnten mich einsperren und wegen Sachbeschädigung. Voll dämlich, aber ich glaube eigentlich echt nicht. Ich bin nicht so, dass ich so... Nee, ich glaube nicht. Nein. Oh, hast du schon mal die Welt per Selbstgespräch mit deinen Gedanken begeistert? Es ist tatsächlich ab und zu mal so, dass ich, wenn ich zu Hause sitze und irgendwie denke, dass ich laut denke und das auch sage, aber in der Öffentlichkeit, also dass ich jetzt durch die Straßen renne und mit mir selber rede, nicht.
Also Selbstgespräch ist es jetzt nicht so, dass ich sage, hallo Vanessa, wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's gut. Ja, das freut mich, mir auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit mir selber rede. Aber es ist schon so, dass ich manchmal, wenn ich denke, die Sachen auch laut ausspreche. Vor allem, wenn ich lerne, dann lerne ich auch laut. Aber das mache ich jetzt nicht so draußen oder so, dass ich durch die Straßen laufe und jeder hört, was ich denke. Dann, nee, das sitzt nicht. Hast du schon mal Quatsch im Einkaufszentrum gemacht? Sehr, sehr häufig. Das ist jetzt kein Einkaufszentrum, aber ein Geschäft. Also im Kaufland. Ich war mal mit meiner besten Freundin im Kaufland. Meine Eltern waren auch dabei. Und die haben ja immer diese Sicherheit, also bei uns haben die da so Sicherheitstüren, die dann nach außen aufgehen. Ne? So. Und der damalige Freund meiner besten Freundin stand irgendwie plötzlich mit seinem Freund hinter einer solchen Sicherheitstür. Und hat von draußen halt in den Laden reingeguckt. Und ich so, ach guck mal, da ist ja der Timo. Und bin dann dahin gerannt an diese Sicherheitstür und habe diese Sicherheitstür aufgedrückt. Plötzlich Alarm, Alarm, alles fängt an zu piepen und ich schnell weg und husch an diesen Gängen vorbei und gucke durch die Gänge und sehe nur, wie meine Mama da steht. Das war mein Kind. Und ich, ja, habe diese Sicherheitstür aufgedrückt. Das war ganz schön blöd. Ja, und ansonsten mal im Einkaufszentrum in Koblenz. Kennt ihr Lörr Center in Koblenz? Da haben wir, ich war ja früher in der Tanzschule und wir haben da so eine Looney Tunes Party gemacht. Und ich war Betreuerin da. Und das waren halt so Stationen für so kleine Kinder. Und dann konnten die halt so Sachen machen. Und da habe ich auch Quatsch gemacht. Also da mussten wir dann immer so, ich musste so einen Stab halten, musste den fallen lassen und die Kinder mussten den dann auffangen. Und je nachdem, in welchem Bereich die waren, haben die halt Punkte bekommen. Und ja. Das habe ich auch im Einkaufszentrum gemacht. Ansonsten bin ich immer, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder so, bin ich immer ein bisschen ballerballer. Naja. 15. Hast du mal dein Telefon oder dein Handy auf den Boden an die Wand geworfen? Nee. Nee. Nee, da, also wenn, dann nur unabsichtlich. Also nee, ich bin nicht so, dann denke ich mir, nein, es geht kaputt. Das ist gleich mit den Automaten. Nein. Ich krieg Ärger. Nein, es geht kaputt. Nee, das, sowas mache ich nicht. Ich weiß nicht. Da habe ich mich nur so unter Kontrolle, meine Wut, ne? Hast du mal einen riesen Ausraster wegen nichts bekommen? Definiere nichts. Ist nichts eine Kleinigkeit oder was? Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach so ausraste. Einfach so. Das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt, krank, keine Ahnung. Aber wegen Kleinigkeiten bin ich schon mal ausgerastet. Ich raste auch voll oft aus, wenn ich so hyperaktiv bin und ich bin alleine zu Hause und drehe völlig am Rad und ich mir selber auf die Nerven gehe, dann raste ich schon mal aus, weil dann denke ich so, wann ist er jetzt so auf? Und dann denke ich mir aber wieder, nein, es macht zu Spaß. Und dann denke ich mir, nein, jetzt konzentriere dich. Und denke ich mir wieder so, nein. Und dann raste ich schon mal aus. Aber wegen nichts, also so wirklich gar nichts? Nee, glaube ich nicht. 17. Hast du schon mal jemanden aus reiner Sympathie abonniert, obwohl dich der Videoinhalt gar nicht interessiert? Die einzige, die mir da wirklich einfällt, wäre Dunja Slimani. Wobei man da jetzt auch nicht von wirklicher Sympathie sprechen kann. Also ich finde sie von den Slimani-Geschwistern echt noch mit am sympathischsten, weil sie noch relativ auf dem Boden geblieben ist. Wobei ich den Erfolg, also ich, viel, also Hair Tutorial und The Dorian haben ja wirklich viele Hater. Aber man muss sich mal in die Situation reinversetzen. Die haben als kleiner YouTuber angefangen und sind wirklich erfolgreich damit geworden. Und jetzt muss man sich mal überlegen, YouTube hat denen so viele Türen geöffnet und so viele Möglichkeiten geboten. Und wer, der nicht mit dem Ziel angefangen hat oder der nicht auch Ziele im Leben hat, die am besten auch noch was mit dem Hobby zu tun haben,
wer würde diese Angebote, die einem wirklich das eigene Hobby ermöglicht, wer würde die denn nicht annehmen? Also, ich kann das schon nachvollziehen. Und es ist aber halt manchmal echt so ein bisschen grenzwertig, dass es so mit diesem Daumenbetteln, keine Ahnung, das ist schon manchmal ein bisschen krass, aber ich glaube, wenn man sich erst, wenn man selber in diese Situation ist, in der sie sind, in diesem Posten, den sie sich wirklich erarbeitet haben, es ist ja nun mal so, es ist ja nicht so, dass die schnipsen und haben ihre Abonnenten. Also sie haben ja wirklich was dafür getan und das ist auch wirklich bemerkenswert und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Aber dennoch ist Donia wirklich die sympathischste für mich persönlich jetzt von ihnen, weil sie eben nicht so in dieses typische Klischee Püppchen und Make-up und tadadada, sondern sie macht eben andere Videos. Es ist jetzt aber wirklich nicht so, dass mich die Videothemen, die sie macht, großartig interessieren. Ich fand sie eigentlich relativ sympathisch, aber weswegen ich sie eigentlich abonniert habe, weswegen ich jetzt ja auch so lange drum herum rede, ich finde einfach dieses Phänomen der Slimani-Geschwister sehr interessant und verfolge die sehr gerne. Es ist zwar auch oft so, dass ich mir so denke, ach, Typ, jetzt hör doch mal auf. Aber es ist im Endeffekt und wenn man das jetzt mal in der Summe sieht, wirklich so ein Phänomen, die drei. Und deswegen habe ich sie eigentlich abonniert, weil ich, wie gesagt, diese Familie eigentlich relativ interessant finde. Wobei mich die Videothemen auch von Herr Tutorial jetzt nicht großartig brennend interessieren. Aber ja, wenn man das Ganze jetzt als Sympathie bezeichnen mag, meinetwegen, ist es aber mehr so Interesse gewesen, weshalb ich sie abonniert habe. Und ich habe wirklich alle drei abonniert. Ja, jetzt habe ich aber lange geredet. 18. Hast du schon mal einen Regentanz ausprobiert? Ja, habe ich. Da fällt mir gerade ein, wir waren mal war das im Phantasialand? Ich weiß nicht, auf jeden Fall in irgendeinem Park. Und da war dann so eine Stelle, da hieß es dann Regentanz, keine Ahnung, da war halt so ein Tor. Dann sollte man sich da hinstellen und dann stand da so ein Schild, ja, Regentanz, bla bla bla, lass es zum Regnen bringen, tanz auf der Stelle. Keine Ahnung, wenn du dann getanzt hast, irgendwann kam dann von oben Wasser runter. Ja, aber ich habe halt auch so schon mal so Regentanz ausprobiert. Aber meistens habe ich probiert, einen Sonnentanz zu tanzen. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Gott, schön schade. Und warum rede ich eigentlich schon hier so lange? Es ist unglaublich. Naja. 19. Hast du schon mal tief und fest in der Schule auf der Arbeit geschlafen? Nein. Weiß ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht in der Schule einschlafen. Auch, es kann sterbenslangweilig sein und ich kann wirklich da sitzen und denken, so. Aber im Endeffekt kann ich wirklich in der Schule auf keinen Fall einschlafen, weil ich weiß nicht, das ist auch schon wieder so ein Punkt, wo ich dann so denke, nein, 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 ich krieg Ärger, wenn ich einschlafe und dann verpasse ich irgendwas. Das ist, ach, ja. Also nee, habe ich echt noch nie. Ich habe auch noch nie geschwänzt, also in sowas bin ich echt vorbildlich. Und letzte Frage. Hast du schon mal nur so zum Spaß ein Kondom aufgeblasen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann sein. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ich weiß es nicht so genau. Aber ja. Das war's. Ich guck mal gerade, wen Julia schon getaggt hatte. Okay, also ich tagge auf jeden Fall noch Sarah und Rebecca. Und ich weiß leider nicht, wie sie in echt heißt. Red Fox Tinker. Dich tagge ich auch. Und ja, das wäre es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist leider wieder sehr lang geworden. Aber tut mir leid. Tut mir leid. Ich werde jetzt diese Chips verdrücken. Ich liebe diese Chips. Ihr müsst die echt essen. Das sind die, die ich in meinem... Wo habe ich die denn erwähnt? Ich habe die in irgendeinem Video mal erwähnt. Glaube ich. Ja. Die sind echt geil. Von Lorenz, diese Crunch Chips Western Style. Oh mein Gott, die sind so lecker. Oh, sind die lecker. Ja. Und währenddessen sollte ich mal ein bisschen Biologie lernen, weil ich Montag Kursarbeit schreibe. LK, 3 Stunden. Okay. Und jetzt werde ich dieses Video nicht noch künstlich in die Länge ziehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochladen werde, aber das ist ja auch egal, weil ihr es eh dann sehen werdet, wenn es oben ist und nicht das. Gut.
Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag mit viel Freude und Glück und, keine Ahnung, alles Gute dieser Welt. Bis dann.